Wir schreiben das Jahr 2013. Ganz Deutschland ist eine Rennstrecke. Ganz Deutschland? Nein. Seltsame Schilder und ihre Anhängsel verbreiten sich tumorartig über die gesamte Republik. Nur um ein kleines Dorf in der Eifel leisten Motorsportfans weiterhin erbitterten Widerstand. Ende des 24. August war ich Gast vom Team Dörr Motorsport beim Opel 6 Stunden ADAC Ruhr Pokalrennen und ergriff die Gelegenheit, eine Runde im McLaren 12C auf der Nordschleife mitzufahren. Wie es war, schaut selbst. Ich war schon ein, zwei Mal. Meinst du gut? Ja, wunderbar. Okay. Ein, zwei Mal schon mit dem Motorrad hier auf der Rennstrecke. Aber auf vier Rädern ist das erste Mal. Das heißt, du kennst die Abfolge so ein bisschen und so? So ein bisschen, ja. Okay. Dann erschreckst du dich nicht mehr. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ich verspreche nicht zu viel. Aber naja, abwarten. Das ist jetzt nur in Anführungszeichen leicht modifizierter Straßen. Ja, genau. Aber trotzdem 625 PS. Ja, okay, die GT3 war halt irgendwie 500 irgendwas. Ja, das GT3 Auto ist aber noch deutlich schneller durch den Antrieb. Ah ja, Antrieb und halt leichter. Bitte? Leichter, ja. Oder? Ein Bändchen einfach vorzeigen jetzt, ja? Mhm. Und die unterschiedlichen Farben sind so, dass sich nicht irgendwie ein Gast auf einmal ans Steuer schmuggelt oder was? Genau. Ah, okay. Also blau für Fahrer, gelb für Gäste. Los geht's. Boah. Mehr Spaß als auf dem Motorrad. Oh, der R8 geht aber. Ja!
ist das geil! Ich wäre da schon nach einer Runde K.O. Von 10 Stück. Oh. Hut ab vor ihrer Kondition. Über Halbzeit haben wir jetzt, oder?
Nein! Dinge, die man nicht hören will! Das war geil. Vielen, 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 vielen Dank. Aber ich glaube, das Auto ist irgendwie... Beim Schalten hat er kurz mal... Ja, der hat eine Kraftentfaltung da irgendwie.